Die Konzentration auf die Frauen ist toll. Es gibt, ja, die sind irgendwie empowerter. Ich fand es großartig, dass wir wieder so in den Tanz gehen durften und dass wir so viel Tanzen wieder gelernt haben. Wie komplex diese Serie diese Zeit erzählt, das begeistert mich immer wieder aufs Neue. So eine Rolle kannst du nicht halb spielen und dann geht man total rein. Und dann findet man tatsächlich irgendwann auch eine Lust am Bösen. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Ich bin hier mal wieder in Berlin an einem roten Teppich und habe quasi auch eine kleine Zeitreise gemacht, denn heute stehen die 30er Jahre auf dem Programm. Hier feiert gleich die vierte Staffel der Serie Babylon Berlin Premiere. Es wird auch der Cast da sein und ich war wieder mega begeistert von der Staffel und ihr seht erstmal, worum es darin überhaupt geht. Die vierte Staffel von Babylon Berlin beginnt in der Silvesternacht von 1930 auf 1931. Ein SA-Trupp unter der Führung von Walter Stennes marschiert durch die Stadt und zerstört jüdische Geschäfte. Charlotte Ritter wird zu einem Tatort gerufen, wo ein junger Mann vom Dach eines Kaufhauses in den Tod gestürzt ist. Und der exzentrische Unternehmer Alfred Nüssen gibt eine riesige Party, auf der er eine Ankündigung macht. Auf die neue Zeit! Extrablatt. Bandenkrieg bricht aus in Berlin. Brutale Morde in Kreuzberg. Berlin im Blutrausch. Schwingt die Hüften. Die Stadt fiebert mit euch. Grüße nach Moskau, Paris und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schrill, jeder will, allen war immer klar, dass wir es verrückt sind. Was kannst du denn darüber sagen, wie sich jetzt Charlotte in der vierten Staffel weiterentwickelt? Ich finde es total schwierig. Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich irgendwie sagen kann, weil alles eigentlich immer ein Spoiler ist, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, insgesamt wird sie verletzlicher und glaube ich, stellt sich mehr ihren Gefühlen, muss sich auch ihren Gefühlen stellen. Also es ist wie immer irgendwie sehr existenziell. Sie wird aber auch wieder viel Spaß haben. Es wird Liebe geben. Ja, also ich finde es total schwierig, das zu sagen, ohne was zu verraten. Also ich kann eigentlich nur sagen, gucken. Frau Binke überrascht uns alle, auch mich selber, immer wieder und geht doch sehr weit über ihre Grenzen, greift ins Geschehen ein und bleibt sich aber trotzdem treu. Aber sie ist jetzt wirklich involviert in große Vorkommnisse. Es ist schon toll, wie die immer wieder versuchen, meine Figur irgendwie auch noch mal so einen anderen Dreh zu geben. Und das ist wirklich beglückend, weil der war ja am Anfang einfach nur so ein Stinkstiefel, der sehr unverschämt einfach war. Und der bekommt immer weitere Schichten, die drunter liegen. Und das ist schon ganz toll für mich, dass sie da immer wieder einen neuen Ansatz finden, wie sie die Figur noch anders unterfüttern können. Also es ist auf jeden Fall sehr unerwartet, wie Helga ja auch an sich ist und wie jede Staffel irgendwie immer, finde ich, wieder sie überrascht mit ihrem Verhalten und was ihr passiert. Aber es ist sehr unerwartet, es ist sehr spannend. Das, was meine Rolle macht, Rudi Maltzig, ne, was du nicht im Kopf hast, hast du in der Bene. Also es geht wieder um Tanz auch, ja, das kann ich verraten. Der Reinhold, über den wir jetzt schon einiges erfahren haben, der wird diesmal nicht nur Fotograf sein, sondern auch Teil des Kommissariats, weil nämlich die Charlotte, ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern darf, aber lieber nicht. Es wird einiges passieren und auf Gräf warten einige neue Aufgaben. Ohne jetzt vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu viel vorwegzunehmen, wie war es, so einen SA-Mann zu spielen? Also aufregend und vor allen Dingen in dieser Staffel. Also ich hatte die Bücher gelesen, das ist jetzt die vierte Staffel. In der dritten Staffel wurde mein Charakter eingeführt und in der vierten Staffel, das ist ja wie so ein Überraschungsbonbon. Ne? Dann denkt man, okay, was wird das? Und ich habe die Bücher gelesen und habe auch den drei Regisseuren gesagt, okay, wenn das so gemacht wird, wie es da steht, ist das eigentlich die stärkste Staffel. Und das hat mich natürlich total gefreut und der Stennis, meine Figur, spielt da eine entscheidende Rolle und es war ganz toll. Ja, und wie schafft man es dann, sich auch, sag ich mal, mental da hineinzuversetzen, dass man das in so einer Intensität rüberbringen kann? Also da hat man die Hilfe von großartigen Regisseuren und das, es ist wirklich so, dass das ganze Team, diese Welt Babylon, einen so reinsaugt, dass man dann letztendlich vertrauen muss und natürlich seine Hausaufgaben machen muss und dann so eine Rolle kannst du nicht halb spielen und dann geht man total rein. Und dann findet man tatsächlich irgendwann auch eine Lust am Bösen und nimmt sich die und was natürlich so einen Charakter immer auch spannend macht, ist, dass man trotzdem es vielleicht, obwohl es erschreckend ist und obwohl der böse ist, dass man natürlich nach etwas sucht,
was man dann irgendwie auch verstehen kann. Warum hat dieser Typ diese Beweggründe? Wie ist der dazu gekommen, dass der so wütend ist? Wo kommt denn diese Wut her? Wo kommt die her? Also wir sind ja alle nicht als Arschlöcher oder als böse Menschen geboren, das wäre platt. Und das ist immer die Suche. Und genau, und da gab es aber eben eine tolle Vorlage auch von den Büchern. Die vierte Staffel von Babylon Berlin basiert auf Volker Kutschers Roman Goldstein. In 12 Episoden liefert sie einen vielschichtigen Einblick ins Berlin der frühen 30er Jahre. Gibt es generell was an der vierten Staffel, was dich besonders angesprochen oder vielleicht auch fasziniert hat? Also sehr, sehr viel, weil die vierte Staffel ist wieder so komplex und jetzt gibt es ja wieder so ganz tolle Tanzszenen. Also wir haben auch wieder viel große Bewegung und Glitzer und Glamour in der Staffel, aber eben auch das ganze Elend und wie das wieder alles so zusammenkommt. Also wie komplex diese Serie diese Zeit erzählt, das begeistert mich immer wieder aufs Neue. Ich fand es großartig, dass wir wieder so in den Tanz gehen durften und dass wir so viel Tanzen wieder gelernt haben und diese Tänze so stattfinden und die Musik ist großartig. Und das ist, finde ich, ganz großartig in dieser Staffel auch. Ja. Nebst den allem anderen, was da passiert und sehr spannend ist und heftig auch. Die vierte Staffel ist eine unglaublich reichhaltige Staffel mit so vielen unterschiedlichen Geschichten, die sich aber nachher zu einem einzigen Zeitdokument, möchte ich fast sagen, verbinden. Und das fand ich wahnsinnig spannend und finde, es ist auch total toll gelungen, dass es eben auch so unterhaltsam, aber auch gleichzeitig mit einem ganz spannenden Blick zurück ist. Ich habe gedacht, es ist toll. Es ist wie immer großartig. Diesmal haben zwei Frauen auch mitgeschrieben, die Drehbücher. Und das merkt man auch. Also die Konzentration auf die Frauen ist toll. Es gibt ja, es ist, die sind irgendwie empowerter. Ich weiß auch nicht, es ist einfach so, dass da mehr Raum, noch mal mehr Raum ist, als schon da war. Und Frauen auch Dinge tun oder auch Charlotte Dinge tut, die vielleicht sonst Männer machen würden oder so. Also es ist wirklich großartig. Generell fand ich die Drehbücher von Anfang an super und ich wusste auch, was mich erwartet. So. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie die Befürchtung, dass die nächsten Bücher nicht so gut werden. Und was mich vor allem gefreut hat an der Staffel, ist einfach das Team wiederzusehen. Also es ist ja dann doch auch eine Strecke, wo wir uns alle nicht gesehen haben und dann sehen wir uns plötzlich alle wieder und der eine ist größer geworden, der andere ist kleiner geworden und das war natürlich total toll, das Team wiederzusehen. Angesprochen hat mich, dass ich wieder dabei sein durfte, dass ich ein Teil davon sein kann, von dieser großen Family, von den tollen Departments und allein das reicht mir, das spricht mich permanent an, sich, wenn man morgens zum Set kommt, zum Dreh kommt, sich in so ein tolles Nest setzen zu können, von der Ausstattung, die ja fundamental ist, von den Drehbüchern, von den Texten. Also von der Allräucherei bis Zylinderstifte spricht mich ja alles an. Dadurch, dass es mehr in Richtung Nationalsozialismus rutscht, finde ich es halt politisch auch gerade zu den heutigen Zeiten sehr relevant. Was bedeutet es dir vielleicht auch als Schauspieler, dass du eben in einem Projekt mitmachen kannst, das natürlich auch gesellschaftspolitische Bezüge zur Jetztzeit herstellt? Also genau, was bedeutet dir das? Es bedeutet mir sehr viel, weil ich finde, wenn wir was Kleines tun können mit unserer Kunst, die wir machen, dann ist es auch ein Spiegel der heutigen Gesellschaft zu zeigen, ohne damit einen Zeigefinger zu hantieren, aber gleichzeitig zu zeigen, wir sollten aus unseren Fehlern der Vergangenheit lernen und leider haben wir entweder die Fähigkeit dazu nicht oder wir möchten es nicht, aber wir sollten es tun, denn sonst ist das ein Boden für Kräfte, die dann an die Macht kommen. Ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber die letztendlich da nicht hingehören und da sollten wir unsere Lehren draus ziehen aus der Vergangenheit und wenn man das in so einer unterhaltsamen Art und Weise tun kann wie unsere Serie, dann ist das total toll und macht mich stolz, dass ich ein Teil davon bin. Seid ihr bereit für den Sturm? Ja. Auf Unrecht folgt Recht, auf Barbarei folgt Ordnung, auf Schwäche folgt Stärke. Wie ist das für dich als Schauspieler, wenn du auch bei diesen wirklich sehr imposanten Sets dich bewegst? Also natürlich ist es dann nochmal nachbearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Dreh auch nochmal vielleicht ein anderes Gefühl ist als bei anderen Produktionen, oder? Ja, das ist total irre, wenn man da hinkommt und dann ist so ein riesen Set aufgebaut, also zum Beispiel dieser Markt. Das ist halt irre, was die Ausstattung da alles anfertigt und aufbaut, das ist, da spielt es sich eigentlich von ganz alleine, also auch mit den Kostümen dann und mit der Maske, das ist so hilfreich, einfach diese, weil das ist ja auch nicht einfach, so eine Figur in so einer Zeit auch zu verorten und auch diesen, ich sag mal, diese innere Haltung auch von so einer Figur, die natürlich mit ganz anderen Zwängen aufgewachsen ist als wir heute, das auch spürbar zu machen
da hilft sowas natürlich enorm. Also das ist alles so opulent, so liebevoll gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da zeige ich meinen Ausweis vor und der Ausweis, den sieht man überhaupt nicht im Film. Da ist alles echt, also da ist mein Passbild drin, da sind meine Daten drin. Also habe ich auch erfahren, wann ich Geburtstag habe als Frau Binke, wusste ich vorher noch nicht. Und das war so, das hat mich selber wieder so begeistert, also mit welcher Liebe bis ins Detail da gearbeitet wird. Das ist, ich glaube, einzigartig in Deutschland. Ich will Vernichtung. Sprichst du von Gefühlen gegenüber der Welt oder gegenüber einem Menschen? Das ist kein Mensch, Pater. Das ist der Teufel. Babylon Berlin ist ja generell ein unfassbarer internationaler Erfolg, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum. Wie erklärst du dir diese Popularität? Ich kann es leider nicht erklären. Wenn ich das könnte, dann hätte ich, glaube ich, echt, wäre ich eine sehr gefragte Beraterin. Ich kann nur sagen, dass es einfach ein großartiges Format ist, dass es unfassbar hochwertig produziert wird, dass es einfach die Künstler im Hintergrund, im Vordergrund, also Achim von Boris, Tom Tick und Henk Handlüchten, einfach so großartige Regisseure und Autoren sind. Und die haben einfach so, also wenn man auf so einem Niveau so produzieren darf und kann, dann ist es einfach schön zu sehen, dass das auch die Zuschauer gewinnt und sich in die Herzen der Zuschauer spielt. Ich glaube, dass das ein einzigartiges Format ist, weil man dort so komplex und tief in diese Zeit reingeht. Und ich habe mir die ersten zwei Staffeln damals gesehen, als sie rauskamen, und das hat mich total umgehauen. Weil diese Welt, die kreiert wird, ist einzigartig. Ne? Die nimmt einen einfach mit auf so eine Zeitreise und deshalb bleibt man da dran. Und jetzt, finde ich, wird sie eben noch spannender, weil man diese Charaktere lieb gewonnen hat. Und jetzt will man auch wissen, wie geht das weiter? Ja? Und dann beleuchtet diese Serie auch, finde ich, kongenial, alle Bevölkerungsschichten in dieser Zeit, und das ist so komplex aufgebaut durch die Vorlage von dem Volker Kutscher, das ist schon einzigartig. Deshalb glaube ich, gibt es da auch so weltweit so viel Zuspruch, ne? Weil es da nichts Vergleichbares gibt eigentlich. Es ist einfach sehr gut gearbeitet, es sind sehr gute Drehbücher, die Figuren sind sehr komplex. Ich würde einfach sagen, es ist qualitativ sehr hochwertig und deswegen glaube ich auch, dass es erfolgreich ist. Ach, ich kann das total verstehen, ich gucke das auch total gerne. Also es ist wirklich, es ist spannend, es ist lustig auch. Man geht mit den Figuren mit und es ist halt ein tolles Porträt von der Zeit. Also das ist was mir selber auch total Spaß bringt. Diese Details, die sie immer wieder finden, das ist das Tolle an der Serie auch. Weil sie sehr gut gemacht ist, weil ich glaube, dieser Geist der 20er Jahre in Berlin, der fasziniert ja viele Menschen auf der Welt, und ich glaube, dass die Serie es einfach sehr gut macht, das einzufangen mit allen Widersprüchen, mit allen Kompliziertheiten, weil es war ja nicht nur schön, im Gegenteil, und das schaffen die mit allem, mit einer wahnsinnig guten Story, mit sehr guten SchauspielerInnen und einer sehr tollen Ausstattung, Kamera und so weiter. Wie erkläre ich mir den überragenden Erfolg? Ich glaube, es ist einfach sehr zeitnah im Moment so, also der Stoff ist zeitnah, die Bewegungen sind einfach so, dass es clasht so viel aufeinander, ne? Und dann sind wir ja auch zeitgemäß einfach mitten in den 20ern drin. Es ist natürlich qualitativ eine hochwertige Serie, die auf jeden Fall mit internationalen Produktionen aufnehmen kann, aber es ist, glaube ich, die Thematik, und es ist ein deutsches Thema, es ist von Deutschen erzählt in einer Zeit, in der erstmal alles nach einer Freiheit, nach einem tollen Leben riecht, und dann plötzlich wird das Ganze untermauert mit einer finsteren Dunkelheit, die wir alle kennen, und ich glaube, das hat nichts an der Faszination verloren, und wenn es dann so dermaßen unterhaltsam und bunt und schrill und überraschend erzählt wird, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis sein könnte. Erstmal ist es wahnsinnig gut geschrieben. Also die Romane von Volker Kutscher, diese Zeit in Berlin damals in den 20er Jahren, es war einfach auch eine, sagen wir mal, kulturell, politisch war es einfach eine wahnsinnig spannende Zeit, das Berlin von damals, und das hat man so, glaube ich, noch gar nicht so gesehen, auch so wild, und auch die Musik, die drin vorkommt. Und dazu kommt einfach, dass diese Ausstattung einfach phänomenal ist, ne? Also selbst dabei zu sein, mitzufilmen, es macht einfach so einen Spaß, weil da sind einfach so viele Künstler am Werk. Das ist einfach wirklich
ein Meisterwerk, finde ich. Der Look ist toll, die Welt ist toll, das hat eine ganz andere Qualität. Das ist Deutschland international und ich glaube, dass da wurde eine Marke gesetzt und ich hoffe, alle halten sich daran, so weiterzumachen. Für mich hat jemand Erfolg oder etwas Erfolg, wenn ich dranbleibe, wenn es mich interessiert. Und das hoffe ich, passiert bei den Zuschauern auch bei der vierten Staffel. Ob es mir passiert, das werde ich heute Abend sehen. Deshalb bin ich aufgeregt wie Bolle. Ich will jetzt die vierte Staffel sehen. Geryon, bereit für die nächste Sitzung? Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, in die 30er Jahre abzutauchen, die vierte Staffel von Babylon Berlin läuft seit 8. Oktober auf Sky und 2023 dann auch im Free-TV im Ersten.